So, Teil 3 hier im wunderschönen Australien neben dem Berg. Da vorne war ein Bahnhof. Ich konnte ihn leider nicht mehr erkennen, weil ich wollte gerade die Aufnahme starten, habe was getrunken. Also ich weiß nicht, ob es ein Bahnhof war. Es kann auch ein Brummschei gewesen sein, natürlich. Da oben haben wir die Pantanks. Hat ja nicht lange gedauert beim Suchen. Wo war das vielleicht? Nein, das sind auch Rothirsche. Ja, die gewesen sein. Ja. Gut, dann werden wir uns auf die Pantengs natürlich mal konzentrieren. In erster Linie. Dürfte hier irgendwas gewesen sein. Wir können hier nichts, aber hier war doch gut. Rotfuchs. Ich habe jetzt eigentlich mit Samba oder den Rothirsch gerechnet. Schauen wir mal. Für Samba hier zusammen. Gut. Da war doch mehr. Ich hab den da hinten jetzt. Ja, ist aber mal. Auf einmal mit dem schon weg. Drei Patents oder nicht? Das ist hier die Frage. Die Frage ist, haben wir einen Goldenen? Wollte würde ich mir natürlich einen jetzt wieder mitnehmen für meine Sammlung. So, hier ansetzen. Tisch gehen. Anschluss ist immer gut. Gegangen sein. Haben wir schon gut was bejagt hier. Muss ich.
Oh, bei den paar Tanks, das sind glaube ich 5, da müssen die 3 und 4 eben weg. Deswegen war mir das jetzt sehr wichtig. Wir den Tier kriegen. Wir werden so nach und nach die Tier hier bejagen. Samba. Gold. Muss ein bisschen aus dem Gebiet rausbeben. Dinge zerstört. Geschossen. Gut geschossen. Doch, doch. Ja, sehr gut. Brauche ich dich da drüben? Da liegt noch einer auf jeden Fall. Also die Bandenkfolge ist jetzt auch ziemlich gut. Der Dia ist natürlich nicht da. Vier dabei. Da muss man sich halt vormerken, dass vier dabei ist. Aber der hat das fix überlebt. Und abstechen. Weiter läuft. Okay, verfolgt weiter. Der hat es auf jeden Fall überlebt. Was sind da oben? Da wollen wir ein Stück weiter ziehen. Zurückpfeifen. Gut. Man denkt, wenn die an der Küste keines sein.
Asien kennen. Und nicht spotten. Lass sie nicht spotten. Was lasst denn das spotten? In der Ebene mit dem Pantengs mitgehört. Gut, dann kommt mir gegen. Ideal. Ziemlich gar nicht. Er zieht und zieht und zieht. Lass ihn jetzt bocken. Das ist ganz sicher hin. Schauen wir mal, ob der Gold ist. Wenn der Gold ist, habe ich gleich mit. Das ist immer, aber. Genau, mal kurz auf die Küste rauschen. Das ist auch mit Spot, nämlich mystisch. Schon weitergehen.
Warte. Passt, da ist der nächste. Also für beim Tanks ist ein bisschen. Die Küste, die ist schon schön. Da hochspawnen, darauf gehen. Eine Abwechslung wieder reinbringen. Kängurus muss ich sagen, die interessieren mich bislang nicht wirklich. Dann werden wir auch bejagen. Ist nicht so. Das brauche ich jetzt. So. Gehen eh schon wieder das Ende der Folge dann zu. Haben wir noch? Schon langsam. Cooldown-Phase begeben. Was ich bei den Gewässern diese Uhrzeit und so um 17 Uhr gleich treffen wird. Ja, Samba-Hirsch, Schweinehirsch, Rusa. Also die Dinge, da interessiert mich der Diamant am meisten. Natürlich dann. Gut. Ja gut, dann Ruhrgebiet. Sehr schön.
Das wird es auch jetzt gewesen sein. Also, Discogodil war der Erbsnuss hier. Ja, das sind wir. Ja, wir werden da abgehen oder was anderes tun. Ich werde mir das noch überlegen. Kokos haben wir jetzt eh schön gejagt. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Macht es gut, haut rein und baba.